Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute einen Psalm vorlesen und darüber ein bisschen was sagen. Dieses Psalm hat ein Mann geschrieben, der Gott erleben durfte in seinem Leben. Man redet heute sehr viel über das, ob Gott wirklich existiert, ob Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist, ob man wirklich Glauben schenken soll an solchen Geschichten. Aber dieses Psalm ist ein Psalm, der wirklich vor mehr als 2500 Jahre geschrieben worden ist. Und der ist von einem Jude geschrieben, der mit Gott wandelte. Wir wissen, dass Juden war und wird und ist Gottes Volk. Gott hat Geschichte geschrieben mit ihnen. Das kann jeder bezeugen. Und auch heute Christen, die wirklich mit Gott wandeln, könnten so einen Psalm schreiben, weil wir erleben jeden Tag die Nähe, die Macht, die Größe, die Liebe Gottes, der uns in Jesus Christus, in seinen Sohn gezeigt hat, geoffenbart hat. Ich lese euch den Psalm 104. Der Psalmist zeigt, wer wirklich Gott ist, welche Macht, welche Größe er hat. Und ich sage, wir sollen einfach mal zuhören, was er sagt, und dann reden wir drüber. Preise den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß, mit Majestät und Pracht bist du bekleidet. Du, der in Licht sich hüllt, wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke, der seine Obergemächter errichtet in den Wassern, der Wolken macht zu seinen Wagen, der einherzieht auf den Flügeln des Windes, der Winde zu seinen Boten macht, Feuer und Lohe zu deinen Dienern. Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewig. Die Urflut bedeckte sie wie ein Kleid. Die Wasser standen über den Bergen. Da redet er eigentlich über den Sintflut aus der Zeit Noah. Und schon damals wussten die Leute Bescheid. Heute spekuliert man darum, ob das wahr war oder nicht wahr ist. Aber die Bibel zeigt schon, dass er in der ganzen Linie die Wahrheit spricht. Und man kann ihm hundertprozentig vertrauen. Darauf komme ich noch später dazu. Vor deinem Schelten flohen sie. Vor den Schall deines Donners wurden sie fortgetrieben. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an dem Ort, den du ihnen bestimmt hattest. Du hast eine Grenze gesetzt, die überschreiten sie nicht. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Du, der Quellen entsendet in die Täler, zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst. An ihnen wohnen die Vögel des Himmels. Aus dichtem Laub lassen sie ihre Stimme erschallen. Du, der die Berge tränkt aus seinen Obergemächern, von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt. Der Gras hervorsprossen lässt für das Vieh,
und Pflanzen zum Dienst des Menschen, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, der das Menschenherz erfreut, damit er das Angesicht glänzend mache vom Öl und Brot des Menschenherz stärke. Es werden gesättigt die Bäume des Herrn, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel nisten. Der Storch zu Tressen sind sein Netz, die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippdachse. Er hat den Mond gemacht zur Zeitbestimmung, die Sonne kennt ihren Untergang. Du bestellst Finsternis und es wird Nacht, in ihr regen sich alle Tiere des Waldes. Die Junglöwen brüllen nach Raub, sie fordern von Gott ihre Speise. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und lagen sich in ihrem Versteck. Der Mensch geht aus an sein Werk, an seine Arbeit bis zum Abend. Wie zahlreich sind deine Werke, o Herr! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll deines Eigentums. Da ist das Meer, groß und ausgedehnt nach allen Seiten. Dort ist ein Gewimmel ohne Zahl, Tiere klein und groß. Da ziehen Schiffe einher, der Leviathan, den du gebildet hast, um mit ihm zu spielen. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein, du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Guten. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken, du nimmst ihren Lebenssamen weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Die Herrlichkeit des Herrn sei ewig. Der Herr freue sich seiner Werke, der die Erde anschaut und sie bebt. Er rührt die Berge an und sie raufen. Singen will ich den Herrn mein Leben lang. Ich will meinem Gott spielen, solange ich bin. Möge ihm gefallen meine Rede. Ich freue mich in den Herrn. Die Sünder sollen verschwinden von der Erde und die Gottlosen nicht mehr sein. Preise der Herrn meine Seele. Halleluja. Wenn wir wirklich ehrlich sind, dann geben wir zu, dass wir Menschen so geschaffen sind, dass wir ohne Information eigentlich leblos sind. Wir leben aus Informationen. Betrachtet mal ein Kind. Das Gehen, das Laufen, das lernt er von allein. Aber all das, was ihn umgibt, das erkennt er nur dann wirklich beim Namen, wenn man ihm sagt, was das ist. Deswegen fragen Kinder unendlich viel. Ich habe 4 Kinder und ich weiß, dass die Frage, warum, wie heißt das, was ist das? Wir brauchen Informationen, um zu leben. Früher hat man manche Informationen selbst geholt. Ja? Auf der Wiese sitzen so viele Pflanzen, so viele Heilmittel, aber es gibt dazwischen auch giftige. Und natürlich, diejenigen, die ausprobiert haben,
ist manchmal auch schief gelaufen. Das sind Menschen, die gestorben sind, weil sie sich informieren wollten, was eigentlich diese Pflanze bringt. Was für einen Nutzen oder was für einen Schaden bringt. Wir brauchen Informationen, deswegen gehen wir auch in die Schule, um zu lernen. Ohne diese Informationen sind wir eigentlich nicht viel wert. Ihr könnt euch vorstellen, wenn zum Beispiel irgendwo inmitten des Pazifik wäre eine Insel und da würden Leute leben, die noch nie ein Flugzeug gesehen, die noch nie ein Auto gesehen haben, die noch nicht einen Eisenbahn, ein Handy oder einen Computer gesehen haben. Jetzt stellt ihr euch mal vor, wenn so ein Kind da aufwächst und auf einmal nach Europa oder nach Amerika kommt, wow, der würde staunen und jeder, der ihn sieht, würde sagen, du, der ist Gaga. Hat der sowas noch nicht gesehen? Weil wir sind damit aufgewachsen, wir haben diese Information erhalten, er aber nicht. Diese ganze Informationen, die wir hier auf dieser Erde, sei es Mathematik, Physik, sei es im Lebensmittelbereich, sei es Getränke, sei es egal, Technik, diese Informationen nützen uns nur solange wir leben. Aber was bringt uns eigentlich diese ganze Information, wenn diese Information uns nach dem Tod nicht mehr weiterhelfen können? Wir leben eigentlich, um zu lernen, um zu arbeiten, um zu kämpfen und irgendwann ist für alles Schluss. Wenn wir uns Gedanken machen, dann werden wir, so wie hier der Psalmist schreibt, dass Gott hat für alles Grenzen gesetzt, er hat alles unterm Gesetz gestellt. Die Wolken, die fallen uns nicht auf den Kopf, die bleiben da oben. Es kommt zwar als Regen runter, aber es fällt nicht. Wisst ihr, in einer Wolke, wie viel Tonnen Wasser, in so einer kleinen Wolke sind ungefähr 12 Tonnen Wasser sind drin. Ja, das ist ein immenses Gewicht und er fällt nicht runter. Der Wind hat seinen Weg. Und wir können sagen, der kommt von da und weht in der Richtung. Aber wir wissen nicht, zu bestimmen, wie weit er noch geht. Die Entfernung können wir nicht bestimmen. Wir können zwar die Kraft bestimmen, mit was der geht, aber woher? Wir wissen, von welcher Richtung der kommt. Ja. Die Sonne. Die Sonne hat seinen Weg, der geht Tag für Tag immer dasselbe Weg. Und er geht von diesem Weg nicht ab, weil Gott ihn diesen Weg bestimmt hat. Der Mond hat auch seinen Weg, der er down macht. Er neigt von diesem Weg nicht ab. Und all diese Gesetze, auch die Sterne, die hat Gott geschaffen, ob wir es glauben möchten oder nicht. Es kann nicht sein, es kann keiner sagen, dass das alles aus nichts und aus Versehen geworden ist. Die Tierwelt hat ihre Gesetze.
wenn wir diese, all diese Gesetze achten würden, dann würden wir dieses Chaos, was wir heute haben, nicht sehen. Warum haben wir eigentlich dieses Chaos? Weil wir wissen, wie wir Geld und Macht für uns schaffen können. Und es interessiert uns nicht, was dessen Folgen sind. Geiz, Lieblosigkeit, das hat seinen Preis. Und das ist der Tod. Wir haben uns reingemischt in diesen Gesetzen, was Gott geschafft hat. Wir haben missachtet die Naturgesetze. Und all das richtet sich heute auf die Menschheit. Gott lässt es nicht zu, ohne dass wir dafür zahlen. Es sind nicht alle Menschen schuld. Es sind wirklich Leute, die kämpfen, um diese Gesetze zu erhalten. Aber das ist die Minderheit. Wir merken heute in unseren Tagen, dass durch die Technik, durch das Geld regiert die Welt, Geld ist Macht. Und Leute, die viel Macht haben, denken, die dürfen alles tun. Die tun auch alles, solange sie leben, solange Gott ihnen Tage schenkt. Und es ist vielleicht auch die Frage, warum schenkt Gott eigentlich Menschen diese Tage, wenn sie so böse sind? Ganz einfach. Gott hat den Menschen geschaffen, dass er über diese Erde herrscht. Er soll aufpassen auf die Tierwelt, auf die Natur, und er hat seinen eigenen Willen gegeben. Der Mensch darf Entscheidungen treffen. Jetzt ist nur die Frage, von wo nehme ich eigentlich mein Wissen? Es ist auch in Bezug Technik, Mathematik, Wissenschaft. Es ist gut, wenn ich viel weiß. Aber merkt ihr nicht, dass alles, was nicht aus Gott ist, vernichtet all das, was um uns her ist, sei es Familie, sei es Nachbarschaftsbeziehungen, alles, was um uns gibt, vernichtet das Wissen, was wir haben, wenn das nicht aus Gott ist. Gott ist die Quelle des Wissens. Gottes Wissen ist unheimlich große Macht. Wir sehen in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott sprach und es geschah. Weil in seinem Wort ist so viel Macht und Wissen, dass nichts, gar nichts daneben schief gehen kann. Gott ist die Spitze des Physiks, der Mathematik. Und es sind Zweige, die wir gar nicht kennen. Wissenschaftszweige, die wir gar nicht kennen, die bei Gott vorhanden sind. Wir sehen auch der Mensch, wie er geschaffen wurde. Diese ganze Harmonie, was zwischen die Zellen und die im Körper eines Menschen vorgeht, das ist so hundertprozentig, so genial geschaffen. Schaut auch in der Tierwelt, wie die Körper, das Mechanismus, geschaffen wurde, ist herrlich. Guck mal die Fledermäuse mit ihrem Radar im Mund oder wo die das haben. Das ist was Geniales. Das können wir Menschen gar nicht nachmachen. Wir können zwar Roboter bauen, wir können zwar vieles, vieles machen. Aber
wenn wir das, was uns Gott zu wissen gegeben hat, nicht mit dem Wesen Gottes in Beziehung bringen, dann tun wir alles kaputt machen. Was denkt ihr, warum haben wir so viele Krankheiten? Psychische Krankheiten, körperliche Krankheiten, weil der Mensch eigentlich ganz fern von Gott ist. Ja, man sagt, okay, aber es sind Christen, die sind auch schwer krank. Natürlich. Habt ihr schon was Bio im Laden gekauft? Lasst es mal überprüfen. Was denkt ihr, wie viele Giftstoffe eigentlich mit dem Regen von oben nach unten fallen? Was meint ihr, unsere heutige Regierung, was die alles durch Atomversuche, Flugzeuge und wir wissen wahrscheinlich vieles noch nicht, wo sie die Luft eigentlich verunreinigen. Und das kommt wieder runter und wir essen das. Und das heißt nicht meine Fehler, aber ich lebe, ich bin ein Teil von diesem Lebenrhythmus. Und darunter muss ich leiden. Wenn wir Menschen so viel Weisheit besitzen, wieso fragen wir uns nicht, warum sind wir eigentlich da? Wieso fragen wir uns nicht, leben wir eigentlich nur um zu kämpfen, nur um irgendwas erreichen, um danach zu sterben? Es gibt kein einziges Religion. Es gibt kein Buch auf dieser Welt wie das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Der erklärt uns ganz detailliert, wie die Erde geschafft worden ist. Er erklärt uns all das, was auf der Erde sichtbar ist, wie wurde es geschaffen. Er erklärt uns, was wir sind und wie wir zu leben haben. Er zeigt uns das Wesen Gottes, dessen, der unser Schöpfer ist. Und wenn wir das wegschmeißen, wenn wir daran nicht glauben möchten, dann werden wir auch seine Hilfe, sein Beistand nicht spüren, nicht erleben. Gott hat in seinem Wort uns gezeigt, wie sehr uns er liebt. Er hat seinen eigenen Sohn Jesus Christus für uns hier auf diese Erde geschickt. Gott ist kein irdischer Wesen. Gott ist ein geistliches Wesen, ist etwas, was wir menschlich gar nicht beschreiben können. Ja? Das, was hier in der Wort Gottes ist, ist schon einiges. Aber wenn wir ihm gegenüberstehen würden, dann würden wir nicht bestehen, ohne dass er uns das schenkt. Menschliches Wesen, so kann er nicht. Aber beim Gott ist alles möglich. Deswegen schreibt auch Paulus über die Entrückung, dass wir verwandelt worden werden. Und wenn Jesus Christus als erscheint hier auf der Erde, weiß ich nicht, wie er erscheinen will. Wir haben zwar eine Beschreibung, aber die Menschen, die ihn sehen, die werden dann ohne Wort sein. Die können nichts mehr dazufügen. Die werden nur staunen über sein
seine Herrlichkeit, über seine Größe. Und dieser Gott, dessen Wesen die Liebe ist, hat seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, dass er deinen beschissenen Arsch, so auf Deutsch gesagt, retten soll, dass er dir einen Sinn gibt zum Leben. Ja, ich könnte mich fragen, ja, okay, aber schaffen muss ich doch. Ja, aber ich weiß, wofür ich da bin. Ich bin ein Teil aus diesem Gott geworden, dadurch, dass ich an ihn glauben darf. Ich bin in ihm verborgen worden, weil Jesus Christus hat gesagt in seinem Gebet, die du mir gegeben hast, sollen eins sein mit mir, wie ich mit dir eins bin. Und wenn ich eins bin mit dem Sohn, dann bin ich mit dem Vater auch eins. Zeig mir eine Religion, zeig mir ein Buch, der so einen Gott wie der Gott der Bibel ist, beschreibt oder verkündet. Keiner. Jesus Christus möchte uns das Leben schenken und er möchte uns in dieses Leben, was wir hier auf der Erde voll und ganz beistehen. Nicht nur in der Arbeit, nicht nur in der Freude, sondern auch in der schwierigen Lage. Liebe Leute, habt ihr euch mal Gedanken gemacht? Ärzte, Wissenschaftler, Menschen, die viel Wissen haben, wieso sind sie so dumm und verkündigen das Evangelium in arabischen Ländern, wo es verboten ist, wo sie dauernd in Lebensgefahr sind und sehr viele sind umgebracht worden wegen des Glaubens an Jesus Christus. Die waren nicht dumm. Die sind nicht dumm, sondern die haben dieses Wissen empfangen und haben daran geglaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der für uns alle starb und auferstanden ist. Diese Leute haben Gottes Wesen erkannt und nicht nur erkannt, sondern auch erlebt. Die sind nicht mit der Angst ins Tod gegangen, sondern die sind mit Lob und mit Ehre gestorben. Weil die Bibel sagt, dass Christen, diejenigen, lest mal Paulus Briefe, der Paulus sagt ganz deutlich, im Korintherbrief auch, dass die entschlafen sind. Die Christen entschlafen. Das ist nur eine Überbrückung. Und ich glaube daran. Ich glaube an jedes Wort, was die Schrift hier sagt. Du kannst natürlich weise sein und klug sein, aber Gott lacht über das, über die Klugheit dieser Welt. Weil die Klugheit dieser Welt ohne Gott bringt nichts. Nur eins, Schade, Vernichtung, Hass, Versklavung und alles andere wisst ihr noch. Ihr erlebt es jeden Tag. Es ist kein Buch auf dieser Welt außer der Bibel, der dich dir verheißt, dass du, wenn du an Jesus Christus glaubst, du wirst
eine Machtposition erhalten. Du wirst als ein mächtiger Mensch in einem neuen Körper im Himmel sein und mit Gott zusammen regieren. Wisst ihr, was für eine große Ehre das ist? Dass hier auf der Erde lebe ich mit Gottes Hilfe. Hier erlebe ich Gottes Liebe jeden Tag. Ich lebe Vergebung für meine Sünden jeden Tag von neuem. Und er verheißt mir, dass ich nach meinem Tod, wenn er nicht vorher die Entrückung passiert, bis zu meinem Tod und nach dem Tod kann ich ewig bei ihm sein. Da ist kein Hass mehr zu erleben, kein Sünde mehr zu erleben, da ist kein Geiz, kein Gier, da muss ich nicht zum Zahnarzt gehen, da habe ich keinen Schmerz, ich brauche keinen Arzt, ich brauche kein Geld. Sowas lässt du dir entgehen, weil du denkst, das sind nur Geschichten, die nicht mal so eine gute Nacht für Kinder zu erzählen sind. Ne? Es gibt sehr viele psychisch kranke Leute unter uns. Und diese psychisch kranke Leute sind deswegen krank, oft, weil wir, die mit denen leben, sie krank machen. Und heute ist das Problem sichtbar, dass die Leute, die andere zum psychisch krank machen, gar nicht bestraft sein können, weil das ist nicht nachweisbar, menschlich gesehen, aber vor Gott schon. Aber Gott ist der Arzt, der aus deiner psychischen Krankheit dir raushelfen kann. Aber die erste wichtige Sache ist die Vergebung. Und zweitens ist, dass ich wirklich alles in seiner Hand legen kann. Und ich in Stille glaube und ausharre, bis er kommt. Weil er hilft dir. Ich weiß viele solche Geschichten, wahre Geschichten, wo wirklich Leute todkrank waren und Gott hat sie geheilt. Ich kenne Leute, die kriminell waren. Die wurden geheilt. Ich kenne Sexualtäter. Die wurden geheilt. Die haben diese Art Sünde nicht mehr gemacht. Weil Jesus Christus hat die Macht, dich von Okkulten, von Satanischen, von Leibliche, von jeder Last dich zu befreien, wenn du offen und ehrlich vor ihm stehst und an ihn glaubst. Kein Arzt kann dir helfen, wenn du nicht ehrlich bist mit ihm. Wenn er dich fragt, warum sind sie zu mir gekommen, und du sagst ihm, weil ich gesund bin, dann wird er dich in der Psychoabteilung schicken. Weil dann fährt dir ein Rad. Der Arzt erwartet, dass du sagst, weil ich Schmerzen habe, weil es mir nicht gut geht. Zweitens, wenn ich zu meinem Arzt gehe und er stellt fest, dass ich zum Beispiel Eiter habe, irgendwo im Hals, und er schreibt mir Antibiotika. Und ich glaube nicht, dass er das Richtige ausgeschrieben hat oder dass das Medikament hilft. Und ich nehme nicht ein, dann kann ich dabei sterben. Ich muss auch Gott gegenüber dieses Vertrauen haben, dass das, was er in seinem Wort geschrieben hat, in der Heiligen Schrift,
das auch wahr ist und dass es mir hilft. Und glaubt mir, liebe Leute, es sind Millionen von Menschen, die bezeugen können mit mir, dass Gott ist mit mir. Er hilft mir. Und es kann sein, dass ich ihn nicht so sehe, als eine Person, der vor mir steht, neben mir steht, wo ich ihn in die Hand drücken kann. Aber ich kann ihn jeden Tag erleben. Erleben in meinem Leben, in all das, was mich umgibt. Es sind nicht nur die Berge, die ich anschaue und staune über seine Macht und seine Herrlichkeit, wie er die alles geschaffen hat. Wenn ich die Vögel sehe oder wenn ich auch ans Meer gehe oder egal wohin, wenn ich abends die Sterne sehe, das alles hat seinen Fluch. Gott hat alles so perfekt geschaffen. Und wir sagen, wir sind so klug und glauben, dass das alles aus einem großen Knall entstanden ist. Dann müssen wir sagen, es war ein Knall, wenn als das erste PC gebaut worden ist oder das erste Handy, ja, und so weiter und so fort. Ich möchte euch auf den Weg geben, überlegt wirklich gut. Überlegt, ob es sinnvoll ist, nur für euch hinzuleben, bis der Tod euch vom Leben scheidet. Überlegt euch, egal in welcher Religion euch seid, was gibt euch eure Religion? Mein Gott, dieser Gott, will kein Kirchensteuer, will von dir kein Haus, nicht deine Kinder, nicht deine Klamotten, will auch nicht, dass du, weiß nicht, welche Ikone küsst oder einen Teppich auf den Boden während der Arbeit liegst und du musst dich hinknien und beten. Er fordert auch nicht, dass du in einer Richtung betest oder in andere Richtung betest. Ich bete den ganzen Tag durch. Wenn ich gehe, wenn ich arbeite und ich lobe meinen Gott. Er hat mir so viel Freiheit geschenkt. Er hat mir die Freiheit geschenkt, nicht zu lügen, nicht zu hassen. Glaub mir, ich falle auch mal in eins oder andere Sünde. Aber ich finde es gnädig, dass ich das gleich erkennen darf. Und dass mich Gott anspricht innerlich und er mir zeigt, was der Weg davon raus ist. Und ich kann um Vergebung bitten. Ich kann lieben. Ich kann mich freuen, auch wenn oft kein Grund zur Freude ist. Aber mein Grund zur Freude ist, dass Gott mich liebt. Dass Gott ein Gott ist, der für mich starb. Ein Gott, der mir eine Zukunft versprochen hat. Er ist jemand, der mir beisteht, Tag und Nacht. Er ist jemand, der über alles ist, der mächtig ist. Alles, was in der Schrift steht, ist für uns zugute. Wenn du das wegschmeißt, dann sollst du dich nicht wundern, dass vieles in deinem Leben schief geht. Du kannst mir sagen, guck mal, ich habe ein Haus gebaut, ich habe ein Auto, ich habe Kinder, ich habe eine Frau. Und was ist dann? Aber Freude hast du, wirkliche Freude hast du sicherlich nicht. Überlegt euch, liebe Leute, was ist euer Leben wert?
Es ist dein Gott, der dein Schöpfer ist. Und er möchte nichts anderes. Er möchte seine Zeit mit dir verbringen. Er möchte einfach nur, dass er dich in seiner Gemeinschaft aufnimmt. Aber natürlich, wenn jemand nicht will, dann muss er auch die Folgen tragen. Und es sind schwere Folgen, liebe Leute. Schaut euch an die ganzen Prophezeiungen, was in der Bibel schreibt. Die sind alle wortwörtlich in Erfüllung gegangen. Und es wird auch in Erfüllung gehen, dass die Gottlosen ein schreckliches Ende haben werden. Du hast heute noch die Möglichkeit, dich zu bekehren. Es ist nicht schwer. Es ist einfach nicht schwer. Weil wer Gott sucht, der wird ihn finden, weil Gott offenbart sich. Und er sagt auch, rufe mich an in deine Not. Ich helfe dir. Nur, wisst ihr, Lieben, Gott ist nicht der, der sagt, wenn du in Gefahr bist, dann ruf 112 an und dann kommt die Polizei und die Feuerwehr. Und das wie möglich jeden Tag. Die werden auch nicht kommen jeden Tag. Ja. Gott möchte auch von deiner Seite, dass du sagst, hier ist mein Leben. Es gehört dir. Es ist dein Geschenk, was du mir gegeben hast. Mache daraus, was du wirklich möchtest. Und ich sage euch, ihr werdet das nicht bereuen. Gott fordert kein Opfer von euch. Aber er möchte, dass ihr ehrlich ihn sucht. Dass ihr Sünde hast, dass ihr das Böse hast. Genauso wie er hast, das Böse. Und er möchte seine Freude, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Gnade, seine Liebe mit euch teilen. Und davon kann ich auch zeugen. Ich bin Zeuge dafür, dass Gott uns liebt, mich liebt. Und er liebt mich mehr, als ich das verdiene. Ihr habt noch heute Zeit. Aber was mit morgen ist, weiß ich nicht. Gott segne euch alle und überdenkt wirklich euer Leben. Es sind die ganzen Briefe Paulus. Ich würde damit anfangen, Römerbrief. Also ich würde mit Korintherbrief, Kolosser, Galaterbrief, dann mit Römerbrief. Römerbrief ist ziemlich schwierig zu verstehen am Anfang. Das sind die ganzen Evangelien von Lukas, Markus, Matthäus, Johannes. Alttestamentlich kann man auch jeden Tag mal ein Kapitel lesen. Und man kann verstehen und sehen, wie mächtig und groß unser Gott ist. Ich rate dir, überleg dir wirklich, ob es wert ist, dem allen Nein zu sagen. Und du kannst selber unterscheiden zwischen Koran, zwischen Buddhismus und was auch immer. Keiner wird dir das geben, und so konkret, wie das die Bibel es sagt. Gottes Wort lebt und ist herrlich. Und du kannst Teil davon haben, weil Gott dich auch liebt, genau wie mich. Jesus Christus ist gestorben und ist auferstanden. Er ist da gewesen und er ist bis zum Ende der Welt mit uns. Wenn du glaubst, wirst du selig. Und das wünsche ich dir. Amen.